Habe ich mit meinem. Das sind die. Disney-Filme und Planet der Affen sind die einzigen Filme, die ich mit meiner Schwester geguckt habe. Hm. Ich verstehe. Sind Sie dann auch ein Fan von Misdirector-Filmen, Emiliana? Nun ja, ich halte ihn für ein. Meine! Oh, Entschuldigung. Warum habe ich das jetzt. Das war voll der Reflex. Entschuldigung. Okay, nun ja. Nun ja, ich halte ihn tatsächlich für einen fantastischen Regisseur. Aber nein, ich bin mehr an den Schauspielern dieses Films interessiert. Brad Pitt, John Depp. Oh, Sie meinen Nick Star. Nick Star? Ich weiß nicht, ob das ein deutscher Witz sein soll oder... Ja. Nick Star? Hoffe ich. Nick Star. Den Hauptdarsteller. Ich hatte schon gehört, dass er bei der Damenwelt sehr beliebt ist. Nick Star! Haben Sie noch ein Höschen an? Tja, er sieht extrem gut aus. Und er ist natürlich ein hervorragender Schauspieler. Nachdem er diesen ganzen Actionhelden gespielt hat, kann ich es kaum erwarten, endlich zu sehen, wie er sich in einer Liebesgeschichte schlägt. Emiliana, ich hätte sie gar nicht für eine Schmonzettenfreundin gehalten. Wie niedlich. ich meine eigentlich, ich mag keine Schmonzetten. Wenn Sie damit fertig sind, mich zu trezen, schauen Sie mal. Die VIP-Gäste scheinen da zu sein. Oh! Nix da! Leonardo DiCaprio ist oben, ey. Ja, und das sind ja nicht mal Cabrios. Oh. Hey, look! Wow! It's the dragon! Well, London's wealthiest would be at an event like this. Mhm. Haben sie nicht eben Dragons gesagt? Ja, Dragons? Ich glaube, ja, eben. Also ich glaube, die, das ist so, wahrscheinlich sind so reiche Leute in Englisch halt keine Lions, sondern... Ja, hier sind es ja Löwen. Ja, die haben bestimmt auch eine Höhle und machen da eine Sendung für Vox. Die ist cool. Einige Ideen sind echt cool. Dings kann man den Reichtum aber ansehen. Wer ist denn das alles? Sind sie aber schlecht informiert, Catchwear. Jeder in London weiß doch, wer das ist. Man nennt sie auch die Löwen. Die sieben Löwen von London. Sieben Löwen? Ja, einige von Londons reichsten Bürgern. Mogulen? Mogulen aus den Medien, der Finanzwelt und dem Transportwesen. Gemeinsam kontrollieren sie die ganze Stadt. Oder die Wirtschaft der ganzen Stadt? Weiß ich nicht. Oder irgend sowas. Manche von ihnen kommen zwar aus reichen Familien, aber erst in den letzten 10 Jahren sind sie so richtig prominent geworden. Oh, das ist ja gar nicht so lange. Insbesondere in einer so geschichtsträchtigen Stadt wie London. Stimmt. Natürlich schauen nicht nur die Leute hier in London auf sie. Die ganze Welt hat ihre Augen auf diese 7 Millionäre gerichtet. Und dann auch noch Multimillionäre. Multimillionärsaft. Nun, das klingt definitiv nach sehr viel Einfluss. Sie kennen schon eine von ihnen. Ah ja, Bürgermeisterin Lavonida. Sie ist eine von den 7, nicht wahr? Oh, dann müssen wir rübergehen und guten Tag sagen, Miss Layton. Weil wir nur Pöbel sind und es würde sehr lustig aussehen, wenn der Pöbel eine von den Reichsten anspricht. Ja, ich glaube, wir haben noch Zeit, bis der Film anfängt. Gehen wir hin und sagen Hallo. Oh, die Titanic? Meine Güte, was für ein detailliertes Modell. Das muss ein Schiff für einen berühmten Film sein, schätze ich. Das ist gar nicht die Titanic. Die Titanic hat nämlich 4 so eine Schlotdinger. Meint ihr, dieses Modell kann schwimmen? Meint ihr, es hat einen Motor? Oh. Das ist ein sehr aufwendiges Modell, Catrion. Also machen sie es nicht durch ihre Unachtsamkeit kaputt. Huch! Na vorne, rechts, rechts, im Fahren, rechts, rechts. Ein Rätsel! Ich kann wieder aufholen. Oh, an diesem Blatt hier hat sich etwas verheddert. Was ist das nur?
Das ist ein Rätsel, Miss. Oh, ich würde zu gerne sehen, wie du das löst. Eine Nachtschicht im Sand. Eine mysteriöse Botschaft steht in den Sand geschrieben. Sie lautet anscheinend... Auf welchen dieser vier Personen soll die Nachricht hinweisen? Das ist ein besonders interessantes. Und so macht man das. Die ist hier so schwer. Ja, echt. Oh Mann, jetzt habe ich, weil ich gedacht habe, da wäre irgendein... Ich habe auch erst Susan probiert, aber das war dann nicht. Und dann habe ich sofort... Nee, ich habe halt gedacht, John wäre zu einfach. Ach so, oh. Ich habe... Also du hättest es vor mir haben können. Ja. Oh. Ja, aber trotzdem zählt es. Ja. Bla, 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 bla. Ja. Rätsel-Endtext. Ha, dem Rätsel habe ich's gezeigt. Wo der Hammer hängt. Aber schon komisch, dass man hier ein Rätsel findet. Vielleicht soll es ja die Leute unterhalten, während sie darauf warten, dass ihr Film anfängt. Du musst noch zwei kriegen, haben. Steht's jetzt 13-14 oder 14-13? 14-13 für mich. Oh, wenn ich noch ein Rätsel gewinne, steht's dann 14-14 für dich oder steht's dann 14-14 für mich? Egal. Oh, du sprichst gerade wieder Emiliana. Okay, im Kronleuchter ist eine Hinweismünze, wer hätte das gedacht? Im Dingens da über der Tür ist auch eine. In dem Schiff, oben auf in den Schloten. Okay, und oben in der Dingens da, ja. Ja. Okay, ansprechen, wen? Den Binken. Den... Oh! Den Bitte! Guten Abend, Frau Bürgermeisterin. Catriel. Ich hätte hier gar nicht mit Ihnen gerechnet. Nein, ehrlich gesagt sind Filme auch nicht so meine Sache. Ich bin wegen des Popcorns hier. Das glaube ich Ihnen gerne. Ich wusste gar nicht, dass Sie einer der sieben Löwen von London sind. Oh, das ist doch vor allem der Einfluss meines Vaters. Ich betrachte mich selbst nicht als Millionärin. Ich sehe mich nur als Bürgermeisterin von London, mehr nicht. Und das ist ein höchst ehrwürdiger Titel. Nicht jeder ist dazu geeignet, die Bürgermeisterin einer solchen Stadt zu werden. Sie sind so freundlich, Catriel. Aber Komplimente hört man natürlich immer gern. Na schön, es gibt da wen, den ich Ihnen gerne vorstellen würde. Er ist ein Freund von mir. Mr. Bernhard P. Heller. B.P. Heller, gibt's da irgendeinen... Der Name hat bestimmt auch was zu deuten. Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Nee, wie kann ich denn? Also eher tief, nicht wahr? Gut. Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Sie sind also Catriel, was? Ich habe schon von Ihnen gehört. Ho, ho, ho. Pip hat mir schon allerlei über Sie erzählt. Natürlich nur Gutes. Ho, 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 nur Gutes, keine Sorge. Ich konnte es kaum erwarten, Sie zu treffen. Nun ja, die Ehre ist ganz meinerseits, Mr. Heller. Sie stehen vermutlich auf der VIP-Gästeliste. Hohoho, VIP-Gästeliste? Der war gut. Gleich behaupten Sie auch noch, ich hätte meine Eintrittskarte gewonnen. Oh oh. Oh, wie kommt es denn dann, dass Sie hier sind? Ich hatte den Eindruck, dass man entweder gesondert eingeladen wird oder eine Eintrittskarte gewinnen muss. Ja, denk mal nach. Ja. Hoho, Sie wissen gar nicht, wer ich bin, oder? Nun, ich sage Ihnen was. Ich stelle Ihnen ein kleines Rätsel. Wenn Sie es lösen, verrate ich es Ihnen. Oh nein, wir können es nicht lösen. Wir werden es nie erfahren. Stell dir vor, es wäre wirklich so eins von diesen. Spiele deine Karten richtig, okay? Wir haben hier 5 Spielkarten. Bei einigen fehlt ein Stück oben rechts, das die Form der Ecke einer Spielkarte hat. Du kannst sie so anordnen? Du kannst sie so anordnen, dass keine fehlende Ecke sichtbar ist. Die Karten dürfen dabei einander nicht vollständig überlappen. Wie viele Karten kann es mit fehlenden Ecken geben? Bei wie
vielen Karten kann das maximal ein Stück fehlen, Moment. Damit das noch klappt. Ach, bei einigen fehlt ein Stück oben rechts? Mhm. Also und mehr ist nicht, also oder wie, ich will nochmal nicht vollständig, wie viele... Also warte mal, wollen die jetzt wissen? Wollen die jetzt wissen, wie viele Karten es mit vielen, kann es mit vielen Ecken geben, oder? Ja, also ich glaube, dieses ein Stück ist diese Ecke. Oder bei wie vielen Karten kann maximal ein Stück fehlen, damit das noch klappt? Ach so, ja. Wie viele sind es maximal? Jetzt weiß ich, wie man das löst. Oh. Nicht gut, Catriel, gar nicht gut. Ich bin so ein Depp. Du hast 5 Spielkarten, oder wie? Haben wir 5? Ja, ich habe 5 Spielkarten. Okay, warte. Dann... Das ist ein besonders interessantes. Ja. Wir lösen wirklich genau. Jedes Rätsel. Ja, stimmt. Ich habe erst 4 eingegeben, aber dann ist mir auch eingefallen. Natürlich kann bei jeder eine Ecke fehlen. Ja. Ja. Es ist ja nicht gesagt, dass sie alle in einer Reihe liegen müssen. Genau. Ich glaube, 14, 14! Aber ich werde... Hi. Alle 5 Karten, was? Ja. Komm, jetzt der Text weg. Dürfen fehlende Ecken haben. Du kannst sie trotzdem so platzieren, dass man diese Absplitte nicht sieht. Du kannst sie nur so hinlegen, dass die Ecke einer Karte an der fehlenden Ecke einer anderen anschließt. Nachdem du 4 Karten im Kreis gelegt hast, schiebst du die fehlende Ecke der 5. Karte an die Ecke einer anderen Karte. Ja, irgendwie so. Ja, das sind alle 5. Wir sehen Enden. Hä? Enden. Achso, ja. Neues Rezept, Knoblauchsuppe! Magst du Knoblauch? Wenn es nicht zu viel ist. Okay, gut zu wissen. Hohoho, mir wurde gesagt, dass Sie sich mit Rätseln auskennen und das scheint auch zu stimmen. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht auf die Probe stellen oder so. Ich wollte es nur mit eigenen Augen sehen. Ich bin ein großer Freund der Detektivarbeit. Ich bin heute nicht ganz so gut drauf. Wenn es heute... Du hast doch gerade dich gut ausgeruht. Also es sollte nicht Schlafmangel sein. Ja, es ist bestimmt nicht Schlafmangel, aber mein Kopf ist trotzdem ein bisschen danach. Oh. Und? Sollen wir dann lieber aufhören? Nein, aber falls ihr in Führung geht, das nächste Mal hole ich dann auf. Genau. dann wird es dir so wichtig wie mir heute. Genau. Das ist einfach nur... es steht am Ende des Let's Plays, nicht am Ende des Streams. Genau. Also... Na, dann habe ich sie hoffentlich nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil, wir hatten eine Abmachung, nicht wahr? Ich erzähle Ihnen gerne alles über mich. Also meine Penislänge ist... ja, die wichtigsten Details zuerst. Also, ich wurde geboren in bla 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 bla. So lange später, dass man den Erzähler austauschen musste, weil es dem Alten zu langweilig wurde. Nein, ich bin der Leiter des Savaloy, wissen Sie? Das Savaloy ist das beste Kino im ganzen Westend. Hohoho. Ich veranstalte auch diese Vorführung. Oh, wollen Sie damit sagen, dass Ihnen das Savaloy gehört? Nee. Nein, ich wollte damit sagen, dass ich es leite. Genau das. Ich habe gehört, Sie haben Pips kleinen Plan für das Fest durchkreuzt. Hohoho. Ed. Ich habe mich schon gefragt, was für ein Mensch sie wohl sind. Und jetzt weiß ich es. Ein ziemlich schicker. Nein. Steht das bei dir auch? Tja, ich hoffe, Sie genießen die Vorführung. Denn danach würde ich Ihnen gerne noch eine eigene Vorführung geben. Und zwar von dem, was gerade meine Assistentin schon angesprochen hat. Was denn? Was guckst du? Über meine Leiche. Falls das alles ein Schlag ins Wasser wird, verdiene ich damit schließlich nichts, oder? Hohoho.